Servus und hallo, willkommen bei Luxify bei einem neuen Special Rolex ohne Warteliste. So funktioniert's. Zugegeben ein etwas reißerischer Titel, aber genau das ist das Thema heute. Ich nehme euch mit auf hohe See, also so halbwegs, zur ersten Rolex-Boutique an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und dort könnt ihr in der Tat Rolex kaufen. Ohne Warteliste, ohne Vitamin B, ohne Kaufhistorie, ohne alles, ohne Beifang. Genau. Und darüber müssen wir heute reden. Viel Spaß mit diesem Video. Wir hatten das Thema ja schon bei den Weekly Sessions. Rolex eröffnet eine Boutique an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Das ist eine Sensation insofern, weil Rolex bisher nicht wollte, dass ihre Uhren an Bord von Kreuzfahrtschiffen verkauft werden. Selbst Wempe, die ja eigentlich eine Rolex-Konzession haben dürfen, in den Filialen an Bord der Kreuzfahrtschiffe nicht Rolex verkaufen. So war das bisher. Es gab überhaupt keine offiziellen Konzessionäre auf hoher See. Das liegt, vermute ich mal, daran, dass es so viele halt im Umfeld der Kreuzfahrtrouten gibt, also natürlich am Mittelmeer oder auch in der Karibik. Da ist ja teilweise so, dass ihr die Konzessionäre dann schon im Hafengebäude zum Teil drin habt. Und um da nicht in Konkurrenz zu treten, gehe ich mal davon aus, dass das würde passen zu dem, was Rolex normalerweise so macht, dass man da keinen Mitbewerb aufbauen wollte. Nun ist es aber anders gekommen, denn für das erste Kreuzfahrtschiff der Luxusmarke von MSC, nämlich Explorer Journeys, der Explorer 1, da hat man Rolex anscheinend überzeugt, mit ins Boot zu steigen. MSC sitzt wie Rolex in Genf, insofern waren es da kurze Wege und wahrscheinlich hatte man da entsprechend die Connections und jetzt ist es da, die erste Rolex-Boutique auf hoher See. Es gab ein bisschen Verwirrung darum, wer das jetzt eigentlich betreibt. Und auch ich sagte in einer der Sessions, dass das Rolex selbst sei, was zumindest vor dem Bucherer-Deal eine echte Sensation gewesen wäre, denn Rolex betrieb bisher nur eine einzige Boutique und das war die in Genf. Nun ist es so, ich habe bei Rolex nochmal angefragt und Rolex selbst teilte mir mit, dass das eine Fehlinformation ist. Sorry also dafür, denn nicht Rolex selbst betreibt den Shop, sondern ein von Rolex unabhängiger MSC-Juwelier. Ja, wissen wir das jetzt auch. Die Frage, die uns alle bewegte, das war natürlich, wie funktioniert der Verkauf an Bord? Denn kaufen kann man ja nur an Bord, genauer gesagt nur an den Tagen, wo das Schiff halt nicht im Hafen liegt. Und so eine Kreuzfahrt macht man ja auch nicht jede Woche. Also Wartelisten ergeben keinen Sinn, wenn dann der Anruf kommt, ja, ihre so und so ist da und dann sagt man, ah ja, super, ich habe dann nächstes Jahr im Februar wieder eine Reise gebucht. Das funktioniert so nicht. Also geht's nicht. Also ohne Warteliste. Aber wie genau geht das? Ich habe die Explorer 1 besucht in Hamburg. Ich zeige euch hier im Hintergrund, respektive Vordergrund, mal ein paar Impressionen von Bord. Das ist ein durchaus interessantes Schiff, deutlich größer, als man das von Schiffen in diesem Ultra-Luxus-Segment gemeinhin gewohnt ist. Wir sprechen hier von 461 Suiten an Bord, macht bei Doppelbelegung also 922 Passagiere oder auch Mitbuhler um die eigene Wunsch-Rolex, wie man es nimmt. Die Einrichtung gleicht mehr der eines Luxushotels, alles sehr edel und nicht gar so opulent, wie das bei Schiffen aus dem italienischen Markt manchmal so der Fall ist. Es gibt 3 Außenpools plus einen überdachbaren Pool, 5 Whirlpools, 6 Restaurants, 12 Bars und Lounges sowie eine Boutique von Piaget, eine von Panerai, eine von Cartier und eben die Rolex Boutique. Und da logisch führte mich natürlich gleich mein erster Weg hin, als ich an Bord war. Ich sagte ja schon, ich durfte das Schiff nur im Hafen besichtigen. Insofern war klar, rein kommst du nicht, weil Boutiquen sind im Hafen eben geschlossen. Aber was ich gesehen habe schon von Weitem, waren die 2 Schaufenster und die waren extrem, extrem schön bestückt. Denn wir haben da die Pepsi GMT, die Platin Daytona, die neue Sky Dweller mit dem grünen Blatt, dazu eine riesige Auswahl an Yachtmaster-Modellen. Wir haben eine Cameron Deep Sea da, Daydates, Dayjust, Air King, Oyster Perpetual, sogar mit Stella Dials. Wow, kann ich da nur sagen. Die Freude ob dieser Auswahl allerdings, die wurde ein bisschen, getrübt durch 2 Schildchen, die da standen, ganz klein an der Seite und die ich so jetzt da erstmal nicht erwartet hätte. For Exhibition Only, nämlich, stand da drauf und ich dachte mir, nee, oder? Hier auch, das ergibt ja nun mal gar keinen Sinn. In der Nähe des Shops stand ein freundlicher Herr, bin mal zu dem gegangen, habe gefragt, ob er vielleicht da irgendwas mit dem Shop zu tun hätte, worauf er sagte ja. Darauf sagt er gleich, and the answer is no.
Er kannte meine Frage noch gar nicht, aber anscheinend gehört das, dieser Satz zur Grundausbildung eines jeden Rolex-Verkäufers dazu. Aber ja, also ich hatte vorher schon gehört, was in den Wochen zuvor auf den Reisen bisher los war. Jeden Morgen Schlangen vor der Rolex-Boutique. Im Urlaub auf einem Schiff, dessen Reisepreis bei rund 650 Euro pro Person und Nacht losgeht, sprich bei einer 7-Tages-Reise, also rund 8.000, 9.000 Euro zu zweit, die ihr da zahlen müsst. Und dann stellt man sich vor die Rolex-Boutique jeden Tag. Muss man sich das antun? Ich weiß es nicht. Aber ja, naja, so ist das. Folgende Dinge wurden mir erzählt. Nun, ob das Prozedere ist an Bord. Ich gebe das ungefiltert und natürlich auch ungeprüft weiter. Konnte es ja nicht prüfen, war ja nicht mitgefahren. Ob das nun wirklich so der Wahrheit entspricht oder ob das während der Reise dann tatsächlich oder mit der Zeit anders ausschaut, das müsst ihr mir dann sagen, wenn ihr mal an Bord seid. Ich weiß, ein paar von euch haben schon Reisen gebucht auf der Explorer 1. Insofern würde es mich wirklich sehr freuen, da Feedback zu erhalten, wie das nun wirklich dann ausschaut. Ja, man verkauft dort tatsächlich Rolex-Uhren und man macht das ohne Warteliste. Es gibt jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Uhren, die zum Verkauf stehen. Und herausgegeben werden die, daher auch die Schlangen, first come, first serve. Wer sich also früh genug anstellt, der hat die Chance, eine Rolex ohne Warteliste an Bord zu kaufen. Dieses Prozedere geht jeden Tag der Reise von neuem los, wenn die Boutique aufmacht. Wie viele Rolex-Uhren an dem jeweiligen Tag verkauft werden, das entscheidet Rolex. Das war die Aussage, die ich dort zu hören bekam. Nun wissen wir aber, die Boutique ist gar nicht von Rolex betrieben, sondern von einem unabhängigen MSC-Konzessionär, Juwelier. Insofern wundert mich das natürlich, warum Rolex das entscheidet und nicht der Konzessionär. Das kommt mir im Nachhinein ein bisschen unlogisch vor, aber okay, wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin. Wie viele Rolex verkauft man nun am Tag? Das kann variieren. Genaue Zahlen haben sie mir natürlich nicht genannt. Klar, es könne, so hieß es, mal eine sein, auch mal fünf, vielleicht auch mal zehn oder auch mal gar keine. Wenn ich das so hochrechne, dann komme ich auf einen Durchschnitt für so eine 7-Tages-Reise von ja, rund 50 Uhren, die verkauft werden. Wie gesagt, das ist jetzt rein meine Vermutung. Es hat mir so niemand dort gesagt und wollte mir so auch niemand bestätigen. Ebenso wenig genannt wurde, welche Uhren verkauft werden und wie viel Stahl-Sportmodelle da dabei sind. Da schwieg man natürlich auch und das Gerücht, das ich an dem Tag schon gleich zu Anfang zweimal gehört habe, nämlich, dass da schon zwei Stahl-Daytonas drunter gewesen wären, das zumindest wurde vehement verneint, das stimme nicht, eine Stahl-Daytona sei bislang noch nicht darunter gewesen. Ganz spannend, laut seiner Aussage spielt es keine Rolle, welche Suitenkategorie ihr bucht. Also es ist nicht so, dass ihr, wenn ihr die 280 Quadratmeter große Owners Residence bucht, dass ihr dann irgendwie eine Sonderbehandlung kriegt, sondern vor Rolex sind alle Passagiere gleich. Wohlgemerkt, ich konnte es nicht überprüfen, ich gebe es nur so weiter. Was mich verwundert hat, im Schaufenster stehen ja wie gesagt sehr viele schöne Uhren. Die dürfen nicht herausgenommen werden, die dürfen nicht angefasst werden, die dürfen nicht anprobiert werden. Das kennen wir von den lokalen Konzessionären ja dann doch ein bisschen anders. Da geht es ja eigentlich genau darum, dass Rolex möchte, dass eine bestimmte Menge an Uhren vorgehalten wird, damit die Kunden sie sich anschauen können und damit sie sich auch mal anprobieren können und sagen können, okay, also die schwarz-grüne GMT, die gefällt mir nicht so wie die blau-rote oder die Submariner gefällt mir besser als die Sea Dweller, was ich jetzt nicht verstehen könnte, aber ja. Für sowas hat man halt diese Uhren an Bord. Das geht dort nicht, warum auch immer. Und das Ganze ist ja dann im Grunde so, dass wir dann eigentlich nur noch von einem Ausstellungsraum sprechen, wo dann jeden Morgen die Uhren verteilt werden. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber gut, ich bin nicht mitgefahren. Wie gesagt, vielleicht passiert das noch oder ihr fahrt mit und sagt mir, wie es dann war. Würde mich freuen. Kommen wir zu den Preisen an Bord. Auch das ist ein Thema, da wird es richtig kompliziert, glaube ich. Denn es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, wo das Schiff herumschippert. Also aus Erfahrung, ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist. Beispielsweise so, dass wenn das Schiff innerhalb der EU unterwegs ist und nur innerhalb der EU unterwegs ist, dann gilt, glaube ich, der Mehrwertsteuersatz des Landes, wo das Schiff losgefahren ist. Es sei denn, dass es einmal einen Hafen auch außerhalb der EU anfährt, dann ist alles ohne Steuern. Und in der Karibik ist es dann sowieso wieder anders.
Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, was Rolex mir gesagt hat. Die haben gesagt, die Preise an Bord, weil es waren natürlich keine Preise ausgezeichnet im Schaufenster, die richten sich nach den unverbindlichen Preisempfehlungen in der Schweiz. Ob da jetzt bei der Rückkehr in die EU für euch noch Umsatz, Einfuhrumsatzsteuer draufkommt oder nicht, das solltet ihr dann vielleicht am besten unbedingt nochmal vor Ort erklären lassen, damit es dann später nicht eventuell böse Überraschungen gibt, wenn ihr mit der voll stolz beim Schlange stehen eroberten neuen Uhr einreist und dann eventuell 19-20% und im Zweifel auch noch plus Strafe dann noch drauf zahlen müsst. Also informiert euch da am besten vorher oder an Bord, wie ihr das handhabt. Spannend wäre wahrscheinlich auch gewesen der Customer Code, der da auf den Certis steht, die auf der Explorer 1 verkauft werden, aber steht ja nicht mehr drauf. Schade. Naja, jetzt überlege ich gerade, gibt es noch Infos, die wir nicht abgehakt haben im Video? Ich glaube nicht. Also ich hoffe, ihr seid bestens informiert, wie ihr zu eurer Rolex jetzt ohne Warteliste kommt, welche Chancen ihr habt und was ihr dafür tun müsst, was das Ganze kostet und die wichtigste Frage, ob sich nun der Aufwand lohnt oder nicht. Solltet ihr noch weitere Infos brauchen, Fragen haben, schreibt sie mir gerne hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr möchtet. Ebenso freue ich mich natürlich auf eure Kommentare, wenn euch das Video hier gefallen hat. Ich freue mich auf euer Like. Die hier hatten sie nicht an Bord, die waren nicht im Schaufenster. Ich hatte sie allerdings auch nicht an, ich hatte die PRX dabei, war ich wohl etwas underdressed in dem Fall. Für heute wünsche ich euch eine schöne Zeit, genießt die Zeit, gehabt es euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!